Guten Morgen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Freundchen war heute Morgen schon etwas erbost. Ja, hat zu meinem Herrchen gesagt, gerade der Samo, wann fangst du jetzt endlich an zu schaffen? Ja, du huckst schon immer noch da. Jetzt gehen wir mal los, wir haben halt noch einiges vor, hat sie gesagt, ja. Hat er gesagt, gerade du weißt genau, unter 3 Kaffee mache ich überhaupt nichts. Da guckt sie nach und sagt sie, wie viel Kaffee trinkst du eigentlich so am Tag? Hat mein Herrchen gesagt, 2. Hat meine Frauchen hat einen Moment gebraucht zum Überlegen. Und dann hat sie gesagt, oh, mach doch keine so Sache mit mir, Menschenskinder, noch mal, jetzt guck. Ja, hat sie gesagt. Hat er gesagt gerade, okay, dann mache ich jetzt mal für dich eine Ausnahme und fange bei 2 Kaffee schon an. Ja, mein Freundinchen sagt, also ich will hier nichts sagen, aber der kann besser die Fenster putzen wie ich. Ja, hat sie gesagt. Ja, deshalb kann sie besser kochen. Aha. Aber mein Herrchen kann deshalb aber Kuchen backen. Mhm. Also mein Freundinchen muss sich anstrengen, dem Lose kommen. Ach gut, die kann bügeln, das kann mein Herrchen auch nicht. Und die kann besser mit mir spielen. Ja, mein Herrchen sagt immer, wenn ich da unten auf dem Boden rumkriechen muss, dann wird's mal ganz schwindelig. Ich glaub, der mogelt, nur weil er nicht mit mir spielen will. Denke ich mir. Mein Freundchen sagt, nee, das stimmt nicht, der hat dich ja fürchterlich lieb. Ja, ich will's ihm aber auch holen, ne? Sonst mache ich ihn morgens nicht mehr wach. So, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir haben nämlich heute schon Freitag. Bis dann, tschüss! Und kommt gut ins Wochenende!